Hallöchen und weiter geht's mit Domination. So, wie ihr seht hier, meine Allianz oder unsere Allianz All for One hat gerade unentschieden gezockt. Das ist natürlich bitter, liegt aber auch daran, seht ihr selbst, gewonnene Kämpfe haben wir 11, Gesamtangriffe 11. Also wir haben jeden Kampf gewonnen, haben aber auf jeden Fall ein bisschen Pech gehabt, weil der Gegner öfter mal angegriffen hat als wir. Von daher bittere Kiste. Ich habe auf jeden Fall meinen Soll erfüllt, habe 8 oder, ja, ich glaube 8 Sterne geholt oder so oder 7. Weiß ich nicht, bin ich mir nicht ganz so sicher, aber auf jeden Fall hat's gepasst. Schade eigentlich, dass nicht genug Leute angegriffen haben, war auf jeden Fall eine bittere Kiste. 9 Kämpfe hätten auf jeden Fall noch ein bisschen was gerissen. Auf jeden Fall einen Punkt hätten wir mit Sicherheit bekommen. Von daher bittere Kiste. Ich hoffe natürlich, dass ihr aber im nächsten Angriff, beim nächsten Krieg wieder mal dabei seid und ein bisschen mehr Action macht. So, ich werde erstmal einen neuen Krieg anzetteln. Da werde ich erstmal ein paar raushauen. Und zwar haue ich erstmal Havenge raus. Das ist Fakt, weil die Walde Problem, was wir haben, der hat auf jeden Fall nicht gezockt. Von daher müssen wir uns da ein paar andere suchen. Raus, raus. Schief kommt raus, Blackberry kommt erstmal raus. Tancho hätte ich natürlich gerne drin genommen. Das Problem ist aber, Tancho hat auf jeden Fall noch nichts gebaut. Von daher, also wie gesagt, der muss ja erstmal, können wir gleich mal gucken, zwischen wir erstmal zurück zur Heimat. Also wir brauchen hier so einen Kommandoposten. Werde ich Tancho gleich mal schreiben. Du brauchst einen Mando-Posten, um im Krieg Action zu machen. So. Also, gib Gas, Amigo. So, gut, ich hoffe, der macht gleich mal Nägel mit Köpfen, sagen wir es einfach so. So, dann sammeln wir erstmal hier unsere Ressourcen ein. Werden natürlich gleich nochmal ein paar Rehe jagen, ein paar Füchse, gucken, was hier so rumrennt. Werden wir sehen, müssen wir gucken. Sammeln jetzt erstmal wieder ein, was wir einsammeln können und werden dann auf jeden Fall weitersehen. Ich bin gespannt, was wir so zusammenkriegen. Also ihr seht schon, nahrungstechnisch sieht es auf jeden Fall schon megamäßig gut bei uns aus. Muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht gedacht im Vorfeld. So, gucken wir hier nochmal rein. Was können wir noch ausbilden? Was müssen wir noch ausbilden? Hier haben wir auf jeden Fall ihn aktiv. Okay, hier müssen wir nur 11 Minuten warten, bis unsere Kriegstaktik am Start ist. Aber auf die können wir auch erstmal verzichten, würde ich sagen. Werden hier ein paar Steppenreiter mit ins Boot nehmen. Und dann werden wir auf jeden Fall nochmal hoffen, dass wir ein paar Truppen kriegen. Das wäre natürlich eine richtig noble Sache. Versprechen kann ich natürlich nicht, von daher müssen wir uns ein bisschen überraschen lassen und ein bisschen hoffen, dass meine Allianzmitglieder hier gleich mal ein bisschen Action machen. Wäre eine coole Sache. So, checken wir erstmal die Allianz, gucken sie uns einfach mal gemeinsam an. Wie ihr seht, insgesamt haben wir Gesamtverbündete 29 am Start. Und zwar Sascha hier, Terror 87, der Epzialist bin ich, auf Platz Nummer 3, Aggressor, Nightban, Monoste, okay, Kobi, Ups ist auch am Start, dann Tancho, der hat auf jeden Fall auch gut gegambelt in letzter Zeit, Meister, Jack 21, PP, Schwarzer Ritter, Excel 97, Jokerhead, Lumich, Havenga, Chief, Soulpain, Boba, wen haben wir dann, Rumrana, Maxi, Kalle, Pinky ist auch am Start, dann haben wir noch Lord Risco, Shifty, Fancialist, Blackberry und Jan. So, das sind meine Typen, die hier mit in meiner Allianz sind. Wie ihr seht, haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Platz. Wenn ihr hier Minimum Orden 500 Stück habt, könnt ihr gerne mit dazu stoßen. Könnt ihr auf jeden Fall mal eine Anfrage machen. Ich nehme euch gerne an. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal zu mir kommt und dann sehen wir auf jeden Fall gemeinsam weiter, was so geht. So, werden wir sehen, wer sich hier bewirbt, wer hier eintreten will in unsere Allianz, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wie ihr sagt. So, was machen wir dann? Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Kampf, checken ab, was da so geht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir da für Gegner bekommen. Hier würde ich natürlich am liebsten nochmal ein bisschen was absammeln, aber ich glaube, das dauert einfach zu lange, wenn wir das machen. Könnten jetzt hier nochmal rufgehen, gucken, ob wir nochmal ihn rekrutieren können. Nee, das reicht leider nicht, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Metall. Von daher würde ich doch sagen, dass wir hier unten die Goldminen erstmal abarbeiten, holen uns da auf jeden Fall hoffentlich nochmal ein bisschen Metall.
Polizei und können dann auf alle Fälle noch eine Söldnerarmee mit anheuern. Das wäre auf jeden Fall nobel. Jo, da haben wir 6-mal Metall bekommen. Das ist natürlich richtig geil für uns, weil die Wahl, wir können jetzt rekrutieren und zwar chinesische Handkanonen. Das läuft auf jeden Fall bei uns. Ist auf jeden Fall gut hier laufen. So, was machen wir dann? Wir gehen hier auf den Tempel, checken nochmal unseren Segen. Können wir hier noch einen Segen mit drin klatschen? Nee, können wir nicht. Von daher fällt das erstmal flach. Müssen uns jetzt noch kurz ein paar Sekunden gedulden. Wir werden das hier erstmal nochmal absammeln und können auch gleich nochmal gucken, ob es sich lohnt, wenn wir hier, nee, Apfelwein brauchen wir nicht, von daher fällt es eigentlich auch flach, da würde ich einfach mal sagen, gehen wir in den Kampf, gucken, was wir so reißen können, ich bin gespannt, hier können wir auch nochmal kurz drin gucken, für Info, was haben wir da am Start, hier haben wir auf jeden Fall komplett alle voll, 525.000 Gold, das ist natürlich auch nice, das heißt auf jeden Fall, dass wir das einsammeln könnten und uns dann weiterentwickeln könnten. Das Doofe ist natürlich, wir haben ja insgesamt 720.000 gewonnen, aber mein Problem, was ich habe hier nur eine Kapazität von 525, deshalb habe ich auf jeden Fall ein bisschen was verschenkt, deshalb rate ich euch auf jeden Fall, den Kommandoposten auszubauen, aber unser Problem, was wir hier gerade haben, wir haben nur 3 Bewohner hier am Start und müssen natürlich da noch ein bisschen warten, bis wir hier den 4. Bewohner freischalten kriegen, bis wir den Kommandoposten ausbauen können. Von daher müssen wir da, wie gesagt, warten. Gehen jetzt erstmal in den Kampf, gucken, was da so geht. Haben wir hier schon ein paar Truppen bekommen? Nee, haben wir nicht. Von daher jetzt erstmal in den Kampf. So, ich bin gespannt, was so geht, ob wir hier den Gegner irgendwie platt machen können oder nicht. Werden wir sehen, wir gehen hier erstmal weiter. Das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Von daher suchen wir den nächsten Gegner. Ich hoffe natürlich, dass ich da einen finde, den wir schnellstmöglich zerstören können, wo wir ein paar Ressourcen abstauben können. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr nice, würde ich sagen. Deshalb würde ich auch sagen, wollen wir hier angreifen? Nö, ich würde sagen, wir gehen einfach noch eine Runde weiter und, oder? Hier können wir uns auf jeden Fall 5 Sterne holen. Ich glaube fast, ich greife ja an, also besser jetzt, Jani. Ich probiere einfach mal aus. So, haben wir die erstmal platziert, dann platzieren wir hier natürlich auch welche. So, und dann sollen sie erstmal Bambule machen. Ich bin gespannt, was so geht, was wir hier auf die Reihe kriegen im Laufe des Let's Plays, ist natürlich die Frage. Werden wir sehen, müssen wir gucken. Komm, erstmal einen schnellen Sieg, der ist auf jeden Fall absolut wichtig und den holen wir uns natürlich auch gleich. Dann können wir hier erstmal was draufklatschen. Und dann können wir da auf jeden Fall auch gleich mal ein bisschen Bambule machen, machen den ersten Katapult auf jeden Fall schnellstmöglich kaputt, das ist wichtig. Und werden dann hier natürlich auch gleich nochmal eine Sabotage rauffeuern. Kommt schon, macht schon, macht schon, macht schon. So, das war auf jeden Fall wichtig, dass wir das schnellstmöglich jetzt zerstört haben. Werden hier nochmal ein bisschen stärken, dass die natürlich länger durchhalten. Das ist natürlich auch wichtig, weil die Balliste steht da. Von daher ist es natürlich auch nicht so optimal. Die sollen lieber dahin hier in Action machen. Aber das machen sie natürlich nicht. Von daher sind sie gleich mal am Arsch. Gut, okay. Müssen wir mit leben. 3 Sterne haben wir schon. 65% haben wir. Jetzt holen wir uns noch ein paar Ressourcen und gucken dann auf jeden Fall, was noch so geht. Ich bin gespannt. So viele Typen haben wir hier nicht mehr am Start. Von daher wird es auf jeden Fall eine harte Kiste. Ich bin mir nicht ganz so sicher, was so geht, was wir hier so reißen können. Ich würde sagen, die ziehen wir hier aber erstmal runter. Und dann sollen sie da auf jeden Fall erstmal noch ein paar Ressourcen holen. So, wie gesagt, 4 Sterne haben wir. Ich hoffe, dass wir den 5. noch kriegen. 50 Sekunden haben wir noch. Von daher wird es natürlich ein harter Fight, muss ich ganz ehrlich sagen. Müssen wir gucken, was so geht, was wir hier auf die Reihe kriegen, weil die Waldi-Balliste ist noch am Start. Das wird natürlich ein harter Brocken für uns.
Aber jetzt sieht es eigentlich relativ gut aus. 20 Sekunden haben wir noch, aber ich glaube, die 100% holen wir uns auf jeden Fall nicht mehr. Seht ihr selbst, also da sieht es auf jeden Fall nicht so gut aus. Da haben wir nicht mehr allzu viel Zeit. Von daher denke ich schon, dass wir nicht mehr packen. Hier haben wir noch zu viele Gebäude, die wir noch zerstören müssen. Aber bei 92% sind wir bei 94%. Gucken, gut, das wird nichts mehr. Gut, okay, 94%, ich bin eigentlich trotzdem relativ zufrieden damit. 7 Orden haben wir dazu bekommen, ein paar Ressourcen haben wir auch, von daher ist soweit alles schick. Klar, ein Kracher war jetzt nicht unbedingt, aber ich wollte auf jeden Fall den sicheren Sieg haben. Der war mir wichtig, von daher haben wir da alles gepackt, haben jetzt fast 2 Mille Nahrung hier auf Tasche. Das heißt auf jeden Fall, dass wir hier auch noch ein bisschen was erforschen könnten, wenn wir wollten. Und zwar könnten wir den Hellebardist zum Beispiel erforschen, das wäre natürlich auch eine noble Sache. Könnte man machen. Hier seht ihr natürlich Taktik. Technisch können wir hier oben ein bisschen Action machen, von daher würde ich auch sagen, würden wir erstmal die Sabotage ausbauen, das wäre natürlich eine noble Sache, was sich auch auf jeden Fall lohnen würde. 1,75 Mille Nahrung kostet es, klar, ihr könnt mich auf ein paar andere Sachen entscheiden, hier würde ich auf jeden Fall ja nicht so verkehrt liegen, wenn ich das nehme, weil die Wahl 1.989.000 haben wir auf Tasche, von daher hätte ich da das Maximum ausgeschöpft, aber das Ding ist halt, den Hellebardist brauche ich nicht so unbedingt, von daher würde ich eher meine Taktik ausbauen, finde ich auf jeden Fall sinnvoller. Ich weiß ja nicht, wie seht ihr das, was sagt ihr dazu, würdet ihr die Taktik ausbauen oder sagt da, nö, nehmt nicht, nehmt lieber dit oder dit, also wie gesagt, hier gibt es ja doch eine ganze Menge an Gebäuden, die man hier noch ausbauen kann, von daher bin ich mir nicht ganz so sicher. Klar, man könnte auch sagen, der Kommandoposten wäre auch eine noble Sache, aber wie gesagt, bis der nächste Kampf kommt, haben wir auf jeden Fall die 700.000 wieder mal am Start, deshalb würde ich jetzt einfach sagen, machen wir Nägel mit Köpfen. Gehen hier kurz nochmal ruf. Ah, entfernen, okay. Was haben wir hier? Haben wir hier vielleicht noch was abgeschlossen? Nö, haben wir auch nicht. 28 von 69 Erfolgen haben wir. So, dann machen wir Nägel mit Köpfen, wie ihr sagt, und werden hier erstmal unsere Taktik ausbauen. Die Sabotage. 1,75 Mille kostet das. Von daher denke ich und hoffe ich natürlich, das war, hier seht ihr, 2 Sekunden dauert das dann länger. Das bringt dann doch schon eine ganze Menge, denke ich. So, machen wir einfach mal. Das dauert jetzt natürlich 2 Tage, 2 Stunden. Materialtechnisch haben wir auch nicht mehr so viel auf Tasche, aber damit können wir ja, denke ich mal, ganz gut umgehen. So, was können wir noch machen? Mehr können wir erstmal nicht machen. Dafür haben wir zu wenig Bewohner hier am Start. Deshalb würde ich auch sagen, verabschiede ich mich erstmal. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Tschüss.